So, hallo Freunde und willkommen zurück zu Feed the Beast Infinity, zum Rotary Craft Tutorial sozusagen. also ich habe gerade eben den Transceiver mal noch einen Block umgesetzt, damit der hier dann jetzt direkt seine Energie vom Kabel beziehen kann. Direkt vom Transceiver aus ging es ja irgendwie nicht. Jetzt hat jeder dieser Engines, jedes hat jetzt das Speed 1 Upgrade und läuft jeweils auf 256 Radiant und hat jeweils 8 Kilowatt, sprich zusammen 32 Kilowatt. Wir können das gleich noch verdoppeln, wollte ich jetzt erstmal gerade nicht machen wegen den Temperaturen. Und jetzt ist das ja hier so, dass wir jetzt schon die Hälfte an Power haben, das ist genau richtig. Wir können gleich alles noch eine Stufe aufdrehen, dann haben wir genug Power. Aber wir haben im Moment viel zu viel Torque und viel zu wenig Speed. Wir haben nämlich irgendwie nur 256, brauchen aber für das Teil hier 8000. Genau. So, wir brauchen also das wievielfache? Vierfach wären 1000. Und dann brauchen wir das Achtfache vom Vierfachen. Also wir brauchen das 32-fache. Das ist krass. Sprich, wir brauchen einen 32er und einen 2er Gear. Ich glaube, das ist multiplikativ tatsächlich. Ich mache die jetzt erstmal aus. Ach, das 2er haben wir ja sogar noch. Ich hoffe, dass das dann geht, weil das schon ein bisschen Damage hat, wegen der Power. Oder kann man das reparieren irgendwie eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann auch sein, dass man das reparieren kann. Unter anderem war auch irgendwie der Worktable. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Hatte ich ihn abgebaut? War unter anderem auch dafür da, Sachen zu reparieren oder aufzuladen oder so. Ne, ich glaube, es war um aufzuladen. Ne, reparieren war es nicht. Schade. Egal. Okay, dann brauchen wir jedenfalls noch eine 16:1 Gearbox. Die werden wir irgendwann natürlich dann alle mal durch. Gear. Eine 16er kann ich direkt machen, ist ja noch besser. Chillig. Was wollte ich sagen? Also, ich muss gerade so viel nachdenken. Die werden wir irgendwann alle durch Bedrock-Gearboxes ersetzen. Sobald wir an Bedrock drankommen und solange wie wir das nicht tun, ist es jetzt halt erst so ein bisschen Diamantverschwendung, in Anführungsstrichen. Haben wir gerade nachgeguckt. Wir haben 400 Diamanten so und dann haben wir noch 1400 Diamanterz und sogar noch Dense Diamond Ore und Nether Diamond Ore und so. Also, so ganz schlimm ist es jetzt im Moment auch nicht. Okay, dann kann das hier erstmal gerade wieder weg. Und dann kommt hier das Teil hin, passend gedreht natürlich. Und es kommt das Teil hin, passend gedreht natürlich. Und wir sehen, das hier läuft schon langsamer als das da. Das liegt jetzt einfach daran, dass im Moment die Sachen hier auf Torque hinausarbeiten. Oh, und die kriegen Damage. Ah, fuck, weg damit. Da habe ich das Lubricant vergessen. Hat der das schon wieder, das Gleitgel vergessen? So, irgendwas mit Hose hieß das, genau. So, jetzt muss das dann irgendwie hier so an die Seiten dran und dann könnten wir das hier so hochlaufen lassen und oh Gott, was, es ist echt so ein Maschinenvirus-Krebs irgendwas, richtig schlimm. So, Hose, machen wir mal einfach 100, dann haben wir erstmal genug, kostet glaube ich nur ein bisschen Holz und Glas oder so. So, und dann können wir das hier irgendwie so herlaufen lassen. Schwupp, schwupp. Okay, genau. Und jetzt können die hier auch wieder hier hin. So, bitte passend gedreht. Richtig, genau. Und diese Teile haben halt zwei Modi jetzt. Ist der leider schon auf 4% Damage. Das ist ein bisschen uncool. Was soll's. So, wir können das jetzt aber auch umstellen. Und zwar, ich glaube, so war das gerade schon richtig. Genau, jetzt steht's auf Speed. Und jetzt sehen wir, das läuft viel schneller. Jetzt hat es irgendwie so und so viel KW. Und wir sehen, das ist leider nicht genau die Hälfte von dem, was wir gleich brauchen. Weil das Teil jetzt leider schon ein bisschen beschädigt ist. Und hier haben wir dann schon 20, nur noch 20, was KW, weil hier schon wieder so ein ganzer Teil von runter geht, leider. Müssten wir dann eventuell noch ein bisschen anpassen, mal gucken. So, wenn ich jetzt jedenfalls die Bevel Gears hier wieder hinsetze, mal gucken, welche Richtung ist das dann? Das ist Osten, ne? Genau, so, dann Input Osten, Output oben und das Refrigeration Teil drauf. So, jetzt hat es schon mal nicht mehr Hälfte an Power leider, weil jetzt wir Verluste haben. Aber es hat schon mal deutlich mehr Speed. Das ist schon mal gut. So, jetzt kann ich den da auch noch auf Speed stellen. Nur noch 16? Waren es nicht eben 20? Und jetzt hat es... Oh, es hat genug Speed. Ach ja, genau, richtig. Es hat genug Speed. Torque hat sowieso noch genug, aber es muss insgesamt noch mehr Power jetzt drauf. Und wir können jetzt alle Sachen hier verdoppeln, aber dann haben wir ja leider immer noch nicht genug Power, weil die Bevel Gears jetzt leider schon ein bisschen Verlust aufweisen, sozusagen. Wir könnten jetzt einfach noch eine fünfte Engine dazu packen, theoretisch. Dann, würde es dann denn reichen? Wie ist denn das jetzt hier? Wir haben jetzt wie viel nochmal?
16,4. Und wenn da jetzt 5 draufkommen und dann... Oh, das wird ja immer noch nicht reichen. Mist. Ist einfach blöd, dass die hier jetzt schon so beschädigt ist. Es gibt auch eigentlich so ein Handbuch hier von Rotary Craft. Wie ist denn das? Handbook. Vielleicht steht da auch was drin, ob man die reparieren kann oder so. Electric Craft, Reactor Craft, Rotary Craft, Handbook. So. Mal gerade gucken. Mal gerade ist gut. 33 Seiten schon mal. Okay. Ich suche irgendwas mit Gearboxen, würde ich sagen. Oh, Weaponry. Okay, cool. Steht hier irgendwo was? Explanation, Important Notes, Engines, Random Producen, bla bla bla. Transmission könnte ich mir vorstellen. Ah ja, okay, hier haben wir schon mal Gearboxen. Ja. Oh, hier steht irgendwas. Gearboxes can be repaired with Gear Items. With Gear Items repaired? Hä? Gear Items? Oder sind damit die Gears gemeint? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Wir können ja mal so ein Zweier uns hier machen. Oder warte mal, hier. Gear Units. Machen wir auch mal gleich 2. Und dann probiere ich einfach mal, was passiert, wenn ich einen Rechtsklick da drauf mache damit. Schwupp. Nein. Schwupp. Nein. Nein, auch nicht. Okay, dann könnte es noch sein, dass man das vielleicht im Crafting Table macht oder so. Aber ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal ausprobieren, wenn ich jetzt so und dann so. Nee. Ja, was sollen denn Gear-Items sein? Ah, Leute, Mensch, was für eine Kacke. Ja, das muss ich auch einmal gerade nachgucken. Bis gleich. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Eigentlich sogar ganz einfach. Ich zeige es gerade noch einmal. Also ich muss nicht hier so ein Zweier oder Vierer nehmen. Ich dachte, das wäre immer accordingly sozusagen zu dem, was da, also wie groß das schon ist. Nein, so geht's nicht. Es geht ein bisschen anders. Und zwar, man nimmt direkt ein Diamond Gear bzw. Steel Gear oder Stone Gear oder was auch immer. Und wir sehen jetzt, das hat 4% Damage und jetzt ist das Gear weg und es hat 0% Damage. Also es kostet halt jedes Mal leider dann so ein ganzes Teil. Also ein ganzes Gear, aber dafür kriegen wir es damit dann halt auch wieder komplett repariert. Ich glaube, wir hatten hier hinten doch auch irgendwo noch was mit Schaden, ne? Das hier war jetzt Heile. Aber irgendwo war das hier der... genau, der hat irgendwie schon 60% Damage. Dann machen wir da jetzt nämlich einmal ein Gear drauf. Und dann ist es eigentlich so, dass er nie wieder Damage draufkommt, sofern wir immer genug Lubricant haben. So. Oder warte mal, hat das geholfen? Das hat es nur auf 51 gebracht. Okay. Also je stärker die Übersetzung und je stärker beschädigt, desto weniger bringt einen so ein Teil auch. Haben wir denn überhaupt genug Lubricant? Hier mal zwischendurch gucken. Wir sind jetzt auf 983. Wir können das ja mal im Auge behalten, ob das mehr oder weniger wird. Weil wenn es weniger wird, müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir mehr produzieren. Okay, so, und jetzt hat das hier glücklicherweise 32,8 Kilowatt. Und jetzt können wir diese Motoren einfach alle einmal doppelt so hochschrauben. Ich hoffe, dass jetzt nichts kaputt geht. Teilweise sah das gerade ein bisschen komisch aus. Ich glaube, diese Funken, die hier kamen und so, waren aber nur, weil die Teile halt hier unterschiedlich schnell gedreht haben und so. Und jetzt hat das Teil... Oh, nee, es hat gar nicht von allem genug. Achso, den hier müssen wir vielleicht noch einmal, zack, auf Speed wieder umstellen. Genau, mit 65,5 Kilowatt. Na komm, Regen, geh weg. Geh weg. Hä? Schießt du nicht? Schießt der nicht? Warum schießt der nicht? Hä? Was ist los mit dir? Schieße! Er kriegt doch kein Redstone-Signal. Warum kriegt er kein Redstone-Signal? Hä? Ach, Blutmond? Kann man da nicht oder so? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum er gerade nicht schießt. Ist ja komisch. Hm, naja. So, jetzt haben wir jetzt jedenfalls hier genug. Das ist ja schon mal spitze eigentlich. Jetzt muss man gerade... Hat er jetzt geschossen? Nee. Hä? Warum schießt er denn nicht mehr? Guck mal, der bekommt von allen Seiten... Bekommt er ein Signal und es ist ein Endgate. Und jetzt kriege ich einen Anruf. Da muss ich einmal gerade dran. Bis gleich. So, okay, da bin ich wieder. So, nam, 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 nam. Ach so, ja, also das läuft ja jetzt hier und wir haben Speed auf voll, Torque auf voll, Power auf voll, das ist alles spitze. Jetzt könnten wir im Grunde dieses Inductive Iron machen. Ne, Moment, hä? Wollten wir nicht eigentlich hierfür? Ne, warte, was? Moment. jetzt muss ich gerade nachdenken. Wir wollen ja eigentlich Jet Fuel haben, oder? Wir wollen Jet Fuel haben, was wir... Ach so, das kriegen wir in der Unit. Ach so, okay. Und mit dem Jet Fuel kriegen wir dann Inductive Iron aus Inductive irgendwas Dust. Okay, okay, jetzt habe ich es wieder drin. Richtig, genau. Aber für das Jet Fuel brauchen wir ja jetzt noch Tar Sand unter anderem. Netherrack Dust und so, das kriegt man dann schon irgendwie alles hin. Ah, das müssen wir auch grinden tatsächlich. Müssen wir es echt grinden? Geht das nicht auch irgendwo anders in einer der anderen Maschinen? Netherrack, kann man das nicht irgendwo...
Keine Ahnung. Crushen? Nee. Oder. Nee. Oh, irgendwas läuft. Achso, das macht es uns einfach zu einem Brick. Ja. Hm. Nee. Okay, dann brauchen wir anscheinend dafür auch nochmal einen Grinder. Ihr könnt natürlich den Grinder hier jetzt nehmen, wobei der muss eigentlich durchgehend laufen hierfür. Und es wird tatsächlich langsam mehr Lubricant, das ist also alles im grünen Bereich. Das heißt, wir brauchen einen separaten Grinder, einen separaten Grinder dafür, damit der uns dann das ganze andere Zeug klein grindet. Okay, dann würde ich sagen, mache ich für den Grinder doch tatsächlich mal ein Rezept, weil wir dafür ja anscheinend dann mehrere brauchen. Und unter anderem brauchen wir auch noch Saws, also Sägen. Machen wir auch direkt nochmal zwei. So. Zack, 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 zack. Okay. Rezept kommt hier hinten mit rein. So. Und dann brauchen wir auch wieder eine Magnetostatic Engine dafür. Boah, wie viele wir davon einfach brauchen. Es gibt auch haufenweise andere Engines. Ich habe ja auch den Electric Craft Mod draufgepackt. Durch den bekommen wir sowieso noch haufenweise andere Sachen dazu. Sache ist einfach, dass die alle halt nicht kompatibel sind mit RF und dann haben wir irgendwas, was irgendwie vom Wind abhängt oder von was weiß ich was oder so. Also ich werde auf jeden Fall nochmal alle Engines durchgucken. Hier auch gerade nochmal, wenn ich jetzt Engine eingebe. Obwohl, man kann doch eigentlich auch nach einem Mod suchen, zum Beispiel Rotary Craft. Und kann doch dann noch nach Engine oder sowas suchen. Ich weiß aber leider nicht Nee, also irgendwie, ich will nach dem Mod suchen und dann noch nach dem Suchbegriff innerhalb des Mods. Das geht leider irgendwie, ich weiß nicht, wie es geht. So, bei Engines, also hier haben wir die jedenfalls, hier gibt es mehrere. Also Engine Control Unit ist wahrscheinlich unwichtig für uns. Fuel Powered Engine, Magnetostatic, genau, DC Electric und so, hatte ich glaube ich schon mal alle gezeigt. Die bringen halt alle unterschiedliche Power und sowas und arbeiten unterschiedlich und ja, müsste man halt irgendwie sich mal genau mit auseinandersetzen, aber die hier arbeiten, wie gesagt, mit unserem schönen RF und deshalb für mich gerade recht komfortabel und einfach zu bedienen. So, damit das hier alles hoch genug war, brauchten wir eine 16:1 Diamond Gearbox, dann würde ich sagen, machen wir davon einfach noch eine. Gear Unit 16er, zack, und dann Gearbox, schwupp, schwupp, okay, so, und dann setzen wir das hier hin. Machen das so, machen jetzt, bevor wir Energie auf die Engine geben, hier schon mal direkt Lubricant hin. So, genau, dass die uns nicht verraucht. So, so, genau. Und wenn ich jetzt hier Speed drauf gebe, dann. Ach so, jetzt muss ja auch noch ein Redstone-Upgrade wieder rein, glaube ich. So, Redstone Upgrade, zack, 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 genau, und jetzt kann das hier mit rein und plötzlich ist das Teil schnell genug zum Arbeiten, genau, und jetzt brauchen wir für Fuel, ne, Jet Fuel hieß es, ne, Jet Fuel, was müssten wir jetzt nochmal alles grinden? Wir müssen grinden ein Netherrack und wir müssen grinden ein Soul Sand, okay, also Netherrack, wo ist es? Da, zack, und Soul Sand, ein Stack und dann habe ich gesehen, brauchen wir glaube ich noch Kohle und wir brauchen Blaze Dust, Blaze Powder, machen wir erstmal 1000 hier, brauchen wir mal ein bisschen was, Mob Souls haben wir auch noch, Blaze Trophies haben wir hier auch hoffenweise, okay, Jet Fuel, was war das jetzt noch, Magma Cream und Ethanolkristalle kriegen wir ja erstmal hergestellt, nö. Was braucht er dafür? Ach, dafür braucht er mehr Sludge und für Sludge brauchen wir irgendwie wieder mehr Yeast und so und das müssen wir alles hier irgendwie erst einstellen. Aber was soll's. So, einen Ethanolkristall oder so haben wir ja, dass wir es zumindest einmal hergestellt bekommen. Und was war es jetzt noch? Jet Fuel. Dann war das letzte Magma Cream, genau. Meine Güte. Magma Cream kriegen wir gecraftet. Perfekt aus. Oh, Sachen, die wir teilweise nicht genug haben. Das ist natürlich nicht so toll. Aber 100 kriegen wir, glaube ich, hin. Genau, und brauchen tue ich jetzt eh gerade nur eine. So, in den Grinder kommt dann einmal ein Soul Sand rein. Genau, das arbeitet jetzt so vor sich hin. Sehr gut. Und dann können hier schon mal rein. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, muss das hier alles passend angeordnet sein? Wahrscheinlich, ne? Und kommt die Träne dann wohl dabei raus oder muss die auch mit rein? Weil es sieht so aus, ne? Alles wird irgendwie, ne? Und dann kommt die Träne dabei raus und Jet Fuel noch. Hoffe ich zumindest einfach mal. Okay, Blaze Powder können wir ganz Stack rein tun. Kohle. Und was ist eigentlich hier der Unterschied? Ach, das ist so winged irgendwie noch. Naja, Ethanol Crystal und Magma Cream. Und da in die Mitte müssen jetzt die gegrindeten Sachen.
grinden wir hiervon auch mal noch eins durch. Dann kriegen wir es zumindest einmal jetzt gleich noch kurz hergestellt. Und dann können wir es einmal hier reintun oder so. Wir brauchen irgendwie das Inductive... Wie war denn das? Inductive Iron. Dafür brauchen wir Inductive Metal Blend. Dafür brauchen wir Redstone und Gold Dust. Also Redstone, zack, zack, zack. Ah, am besten direkt zwei, ne? Eins zum Craften, eins fürs Rezept. Und Gold Dust brauchen wir. Na komm, stellen wir mal 10 Gold Dust her, damit ich vielleicht schnell genug mit zwischenzeitlich was rauszufischen. So, genau. Dann können wir mit Redstone und Gold Dust können wir Inductive Metal Blend machen. Achso, jetzt brauche ich es gar nicht. Doch, zweimal. Ach Gott. Und einmal auch direkt craften. So. Habe ich jetzt das Rezept gerade weggeschmissen? Oh Gott. Habe ich gar kein Rezept gemacht? Ich glaube, ich habe gar kein Rezept gemacht, ne? Oh Gott, meine Güte. So, jetzt wahrscheinlich das Gold. Der Gold Dust schon wieder weg, ne? Nee, er ist noch da. Schön, sehr schön. Dann machen wir einmal schnell ein Rezept damit. Ach doch, hier ist doch das Rezept. Oh. Ich bin auch etwas neben mir im Moment. Ein bisschen viel zu tun gehabt heute. So, jetzt kriegen wir das aber hin hier. So, meine Güte. Das da und das da. Und jetzt arbeitet das. Hoffe ich. Vielleicht doch erstmal nur eins. Muss doch eine Gasträne auch mit rein. Gas... Oh nein, wir haben keine Gasträne mehr. Kriegt man die hergestellt? Nein, kriegt man auch nicht hergestellt. Und hier läuft irgendwie nichts. Jet Fuel, another Blah, Cold Blaze Powder, Ethanol und Magma Cream. Ne, da stand nichts von Gas hier. Additionally, Gas tiers are used as a solvent, but are not consumed like the other items. Achso, also man muss einmal eine Gasträne reintun und dann bleibt die da immer drin. Okay, verstanden. Ja gut, ich würde sagen, das machen wir aber nächste Folge. Die eine Gasträne müssen wir eh noch kurz sammeln aus dem Nether dann. Und dann kriegen wir das ja auch alles ganz schnell hin. Das wär's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis morgen. Tschüss.